Sehr gerne engagiere ich mich für das Klimavolksbegehren. Ich halte das Thema Klimawandel für eine der, oder überhaupt für die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts. Und wie es so ausschaut, wenn man Wissenschaftlern glaubt, ist es nicht so easy in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite stelle ich in meiner Tätigkeit als Pädagogin fest, ich arbeite mit Jugendlichen, dass das Thema in der Altersgruppe, ich sage jetzt mal zwischen 14 und 20, das sind die, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, nicht wirklich als brennendes Thema empfunden wird. Und da ist einfach Handlungsbedarf in der Schule. Ich glaube, dass ich aufgrund meiner 20-jährigen Berufserfahrung in der Schule ein Gefühl dafür habe, was in der Schule geht und was nicht geht. Ich kenne die Altersgruppe ganz gut und ich meine, dass ich auch durch authentisches Auftreten ganz gut die Möglichkeit habe, diese Altersgruppe anzusprechen. Ich wünsche mir für das Klimavolksbegehren viel Zuspruch, viele Unterstützungserklärungen, viele, die das Volksbegehren dann auch unterschreiben. Das wird uns bringen, die Möglichkeit, wieder mehr vorzukommen als Thema. Es bringt ein gutes, konzentriertes Nachdenken von Expertinnen und Experten und es bringt hoffentlich auch in die Politik hinein, in das Parlament hinein, mehr Bewusstsein, wie wichtig und wie notwendig das Thema ist und wie sehr es an der Zeit ist, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln.